Wenn du deinen Besuchern die Möglichkeit geben möchtest, sich in deine MailChimp Audience auf deinem Blog oder Webseite einzutragen, kannst du entweder das Pop-up für Abonnenten oder ein reguläres Anmeldeformular verwenden, das in deine Webseite eingebettet ist. Im heutigen Video zeige ich dir, wie du beides erstellen und es in deiner WordPress-Webseite integrieren kannst. Lass uns also loslegen. Ich bin hier also in dem Dashboard-Bereich meines MailChimp-Kontos. Die erste Sache, die du brauchst, ist eine Audience. Audience ist der Ort, an dem du all die Kontaktdaten deiner Abonnenten aufbewahrst. Für den Fall, dass du keine Audience haben solltest, zeige ich dir, wie man eine erstellt. Hier oben im Header passiert die ganze Magie. Was du also zu tun hast, ist auf Audience zu klicken und dann auf Audience erstellen klicken. Seit neuestem erlaubt dir MailChimp, nur eine Audience-Liste zu erstellen. Wenn du also bereits eine Audience-Liste hast, wirst du nicht in der Lage sein, noch eine weitere zu erstellen, sei dir darüber bewusst. Falls du keine Audience-Liste hast, gilt es folgendermaßen vorzugehen. Trage deine Daten hier ein. Als Name der Audience-Liste habe ich Natural Vita Newsletter eingegeben. Dann brauchst du eine Standard-E-Mail-Adresse und hier habe ich meine Gmail-E-Mail-Adresse eingetragen. Wenn du aber eine Website-E-Mail-Adresse hast, ist das zu bevorzugen, denn das ist professioneller. Für deinen Namen verwendest du am besten etwas, das einprägsam für deine Abonnenten ist und dann natürlich noch deine Adresse eintragen, was verpflichtend ist. Was die Einstellung des Formulars angeht, werde ich keine dieser Optionen hier aktivieren und dann gehe ich auf Speichern. Das ist es schon, ich habe meine Liste erstellt. Sobald du eine Audience erstellt hast, ist der nächste Schritt, auf den Namen deiner Audience zu klicken. Ich werde auf meinen Audience-Namen draufklicken, also der hier, Natural Vita Newsletter, und so kann ich auf meine Anmeldeformulare zugreifen. Ich scrolle herunter und ich klicke auf Anmeldeformulare. Es gibt verschiedene Arten von Anmeldeformularen, die MailChimp anbietet. Du hast hier den Formbuilder und hier kannst du dein Anmeldeformular designen und dann hast du einen Link, den du in deine Social Media Plattform wie YouTube, Instagram, Facebook und so weiter einfügen kannst. Das zweite sind eingebettete Anmeldeformulare. Ich werde dir gleich zeigen, wie das genau funktioniert. Und dann haben wir noch Abonnement Pop-up und ich werde dir jetzt zeigen, wie man das designt. Wenn du dein Abonnement Pop-up anpassen möchtest, klicke drauf. Okay, das ist das Pop-up-Formular, das ich bereits erstellt habe. Lass mich dir zeigen, wie ich dieses Pop-up-Formular erstellt habe. Wie du auf der rechten Seite sehen kannst, hast du drei Bereiche. Einmal das Design, Felder und den Inhalt. Und so kannst du dann dein Pop-up-Formular anpassen. Als allererstes werden wir unser Format modifizieren und wir haben hierzu drei Optionen. Einmal Modal, also dieses Format, was du hier siehst, dann Slide. Du siehst, wie es von rechts reinrutscht, sozusagen. Dann haben wir Fixed und hier wird das Pop-up-Formular unten fixiert. Wir wählen also in diesem Beispiel Modal aus. Wenn du außerdem noch weiter runter scrollst, hast du verschiedene Display-Optionen. Du kannst hier sofort auswählen. Das bedeutet, dass wenn die Leute deine Webseite besuchen, wird das Pop-up-Formular direkt angezeigt werden, wenn sie auf die Seite kommen. Du kannst außerdem nach 5 Sekunden wählen, nach 20 Sekunden, wenn sie zur Mitte der Seite herunterscrollen, wenn sie ans Ende der Seite herunterscrollen oder wenn sie die Seite verlassen. Mir gefällt es, wenn sie zur Mitte der Seite herunterscrollen, auszuwählen, denn es zeigt, dass die Leute etwas Interesse an deinem Inhalt haben und es ist hier deutlich wahrscheinlicher, dass sie ihre Daten in das Formular eintragen. Ich wähle also Scrolle zur Mitte der Seite aus. Wenn du ein Bild hinzufügen möchtest, klicke auf Content, dann klicke auf Ersetzen. Indem du auf Hochladen klickst, kannst du ein Bild zu deiner MailChimp-Bibliothek hochladen. Ich klicke also auf Hochladen und wähle dann ein Bild vom Computer aus. Sagen wir zum Beispiel dieses hier. Und dann klicke ich auf Öffnen und das ist das Bild, welches ich bereits in meine MailChimp-Bibliothek hochgeladen habe. Ich werde dies also auswählen und dann werde ich auf Einfügen klicken. Dann noch ein Tipp dazu. Stelle sicher, dass dein Bild rechteckig ist, so dass es schön in die vorgegebenen Größenmaße des Pop-ups hineinpasst. Das Größenverhältnis für mein Bild hier ist 1280 auf 720 Pixel und ich werde das hier wieder schließen, denn ich habe das Bild bereits eingefügt. Möchtest du dein Bild bearbeiten, klicke einfach auf Bearbeiten. Dann kannst du hier auf der linken Seite Anpassungen an dein Bild vornehmen. Du kannst die Größe verändern, Filter hinzufügen und so viel mehr. Ich schließe das Fenster wieder, denn ich mag das Bild so, wie es ist. Wir sind hier immer noch beim Content, also dem Inhalt. Ich scrolle herunter und hier können wir unseren Text hinzufügen. In meinem Fall habe ich hier Hole deine kostenlosen gesunden Rezepte und die heutige Weisheit des Tages. Du kannst also hinzufügen, was immer du möchtest und das wird dann direkt unter dem Bild auftauchen. Und dann kannst du die Änderung hier oben an deinem Text vornehmen.
Wenn ich diesen Text hier also beispielsweise kursiv machen möchte, kann ich ihn auswählen und dann wähle ich einfach kursiv aus. Ich werde wieder rückgängig machen, was ich gerade gemacht habe. Okay, so kannst du also Text zum Body hinzufügen. Jetzt scrollen wir wieder herunter und die nächste Sektion ist der Footer-Bereich. Hier können wir Text in unseren Footer-Bereich einfügen. Wenn du den Footer-Bereich auf deinem Pop-up-Formular sehen möchtest, musst du herunterscrollen. Jedoch kannst du diesen Balken hier leider nicht dazu verwenden, herunterzuscrollen. Was du machen kannst, ist in diese dunkle Fläche hier zu doppelklicken, also außerhalb der Pop-up-Box. Dann Doppelklick und dann nutze die Pfeile, die nach oben und unten zeigen, auf deiner Tastatur, um hoch und herunter zu scrollen. Ich scrolle also herunter, indem ich den Pfeil, der nach unten zeigt, nutze. Und du kannst sehen, dass der Text hier hinzugefügt wurde. Diesen Text werde ich entfernen, denn ich möchte keinen Footer-Text hinzufügen. Dann scrolle ich noch weiter herunter und hier können wir unseren Anmeldung erfolgreich Text hinzufügen. Sobald die Leute also ihre E-Mail-Adresse oder ihren Vornamen eingetragen haben, werden sie diese Nachricht erhalten. Danke für die Anmeldung. Ich glaube, die voreingestellte Standardnachricht ist Danke für das Abonnieren, also kannst du in diesen Bereich einfach eintragen, was auch immer du möchtest. Und das wirst du dann hier sehen. Also was die Leute empfangen werden, nachdem sie sich angemeldet haben, gefällt mir gut. Ich scrolle wieder zurück nach oben und klicke auf Felder. Was ich hier machen werde, ist, dass ich Vorname auswähle und man kann direkt sehen, wie der Vorname unter dem E-Mail-Adressenfeld hinzugefügt wurde. Der Grund, weshalb ich den Vornamen der Leute gerne abfrage, und zwar zusammen mit ihrer E-Mail-Adresse, ist, weil ich die Option haben möchte, den Vornamen der Leute hinzufügen zu können, wenn ich ihnen einen Newsletter sende, einfach um meine E-Mails persönlicher zu gestalten. Der nächste Schritt ist es, den Abonnieren-Button anzupassen. Ich klicke nun also auf Design, dann scrolle ich komplett nach unten. Und unterhalb von Button Style, wo es heißt Text, werde ich abändern, was hier steht. Ich werde es auf Zugang anfordern abändern und man kann direkt sehen, dass es abgeändert wurde. Ich werde zudem die Farbe des Buttons ändern. Um das zu tun, klicke ich in die Farbbox rein, hier wo es heißt Hintergrundfarbe. Und ich werde das zu einem knalligen Orange ändern. Wenn ich das Pop-up-Formular auf einem Mobilgerät anschauen möchte, klicke ich auf Mobil und so können wir sehen, wie es mobil aussieht und wie es auf dem Desktop aussieht. Okay, damit bin ich zufrieden. Der nächste Schritt ist, mein Pop-up-Formular zu veröffentlichen. Das heißt, ich klicke auf Veröffentlichen. Wähle Veröffentlichen aus. Dann möchte ich den Code dazu haben. Das heißt, ich klicke auf Code einsehen. Und was wir nun machen, ist, dass wir den Code auswählen, kopiere ihn. Und wenn du eine Sidebar rechts auf deiner Homepage hast, kannst du den Code hier rein kopieren. Ich zeige dir, wie man das machen kann. Falls du keine Sidebar rechts auf deiner Homepage haben solltest, kannst du Folgendes tun. Auf dieser Website hier habe ich zum Beispiel keine Sidebar rechts. Was ich allerdings tun kann, ist, den Code in den Footer-Bereich hier unten rein zu kopieren. Es spielt also keine Rolle, wo du dein Pop-up einfügst, solange du es irgendwo auf deiner Homepage machst. Lass mich dir also jetzt zeigen, wie das funktioniert. Ich gehe in den Dashboard-Bereich dieser Webseite mit dem Namen Papa Englisch. Dann klicke ich auf Appearance und dann gehe ich auf Widgets. Und den Code füge ich in den Custom HTML Tab ein. Ich wähle dieses Tab also aus und ziehe es in den Footer First Bereich rein und dort werde ich ihn dann einfach absetzen. Das heißt also, weil ich auf dieser Webseite keine Sidebar rechts habe, füge ich es einfach in den Footer Bereich unten rein, hier, und dann füge ich den Code hier noch ein und speichere das. Klicke auf Fertig. Dann scrolle ich zur Mitte meiner Homepage und hier ist das Pop-up-Fenster. Sei dir dessen bewusst, dass wenn ein Besucher zum ersten Mal auf deine Seite und zum ersten Mal dieses Pop-up-Formular sehen wird, wird Mailchimp ein Cookie in ihrem Browser hinterlassen, sodass sie das Pop-up-Formular nicht mehr als einmal bekommen werden. Sobald du das wieder schließt, wird dieses Pop-up-Formular nicht nochmal kommen. Also nicht schließen, wenn du das Pop-up-Formular nochmal sehen möchtest. Wenn du außerdem noch Veränderungen an deinem Formular vornehmen möchtest, geh zurück zu den Einstellungen in Mailchimp, um deine Änderungen vorzunehmen. Sobald du diese Änderungen in deinem Mailchimp-Formular veröffentlichst, werden sie automatisch dem nächsten User direkt angezeigt werden, sei dir dessen also bewusst. Okay, wenn du ein eingebettetes Anmeldeformular zu deiner Website hinzufügen möchtest, klick auf Eingebettete Formulare und Mailchimp bietet dir verschiedene Optionen an. Du hast die klassische Version, die nach der E-Mail-Adresse und dem Vornamen einer Person fragt. Du hast die gekürzte Fassung,
dann gibt es die horizontale, ohne Style und erweiterte ebenso. Wir werden die klassische Version abändern. Ich klicke auf Classic. Wenn du das Feld mit Vornamen entfernen möchtest, kannst du das tun, indem du diese Box hier klickst. Ich werde alle Fenster anzeigen. Wenn du abändern möchtest, was hier steht, ändere einfach diesen Text hier ab. Sobald du dein Formular abgeändert hast, kopiere diesen Code. Ich gehe zurück zu meiner WordPress-Webseite. Wir sind wieder im Dashboard-Bereich. Dann klicke ich auf Appearance und Widgets und ich möchte den Code in der rechten Sidebar meiner Webseite einfügen. Dann wähle ich nochmals Custom HTML aus und gehe auf Hinzufügen. Ich möchte, dass der Code in der Sidebar rechts angezeigt wird, das heißt, ich wähle 1 aus. Dann speichere ich das Widget. Wenn ich nun meine Webseite aktualisiere, sollte es rechts auf meiner Webseite hier auftauchen und hier ist es auch schon. Wie du siehst, wird die Größe auch entsprechend der Größe deiner rechten Sidebar auf der Webseite angepasst, das heißt, du musst dir keine Gedanken darüber machen. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn du dieses Video hilfreich fandest, lasse gerne ein Like da. Abonniere diesen Kanal gerne für weitere Videos wie dieses.